Did you know that one-third of all the world's CO2 emissions are produced by cars? There are countries in Europe where half the population uses their car every day. A usual drive to work and back, for an average citizen, is only 20 kilometers per day. Such short distances can easily be covered by any means of transport, even by bicycle. This is Peter. He believes that within the city limits, all distances can and should be covered only by bicycle. Normalerweise überall, weil Münster einfach hat jede Menge Fahrradwege, viele Vorteile für Fahrradfahrer eben, weil man ist schneller als mit dem Auto, flexibler, insbesondere wenn ich Hausbesuche mache, finde ich viel leichter einen Parkplatz. Gerade wenn ich in die Stadt muss oder auch hier, für Autofahrer ist es immer schwieriger, einen Parkplatz zu finden. Es ist bequem, also, und es ist gut, nebenbei ist es auch noch ganz gesund, es ist ein bisschen Training. Aber es ist einfach, es ist normal. Man denkt gar nicht drüber nach. Also man, es ist gar nicht die Frage, nehme ich das Auto oder nicht, sondern man steigt aufs Fahrrad und fährt los. It is estimated that there are almost twice as many bicycles in Münster than inhabitants. Two-thirds use the bicycle as their main means of transportation. Everything here is designed for cyclists. Special bicycle roads, street signs and traffic lights. Traffic junctions where preference is given to the cyclist. And even a multiple-level parking house for bicycles in the city center. Because of this unique cycling infrastructure, they call Münster the cycling capital of Germany. Like many people here, Peter has no private car. He doesn't need one. He shares one with his wife and son. Ich brauche einmal in der Woche ein Auto, wenn ich wirklich außerhalb von Münster irgendwo hinfahre. Auf jeden Fall spart man Geld. Also auch wenn das Auto nur steht, kostet es ja Geld. Und bei den Spritpreisen, wie wir sie jetzt hier haben, spart man sowieso Geld. Ich habe das mal getan, das sind sicherlich ein paar tausend Euro im Jahr. Ein paar tausend Euro sicherlich. Also schon alleine für Versicherungssteuern, aber auch Strom und Sprit und Reparaturen. Also sicherlich 5.000, 6.000 Euro im Jahr, die man da spart. There are economical benefits. And being a doctor, Peter knows all about the physical benefits of cycling. But what about the global and environmental impact? Ja, klar, ist es das auch, aber es ist, ich setze mich nicht jeden Tag aufs Fahrrad und denke, ich schon die Umwelt, sondern es ist einfach so, dass es, man macht es einfach so, weil es einfach bequem ist und weil es einfach, es ist ja in jeder Beziehung einfacher. So, if you suddenly decide to bring out your old bicycle and blow away all the dust and cobwebs, remember, it is cheaper than any other means of transport. You will never be late because of traffic jams. And it's the most fun way to be green. Also, was ich Ihnen nur empfehlen kann, ist einfach sich mehr zu bewegen. Sie werden merken, es wird Ihnen besser gehen. Sie werden sich fitter fühlen. Das Einfachste, wie man es machen kann, ist mit dem Rad.